Wir haben doch bestimmt alle schon mal darüber nachgedacht, wie cool es wäre, einfach von zu Hause Geld zu verdienen. Vielleicht ist bei dir ja dann sogar schon mal jemand in die DMs geslidet und hat dir gesagt, dass du mit deiner tollen Ausstrahlung perfekt geeignet für einen super lukrativen Job wärst. Oder vielleicht haben deine Cousinen plötzlich versucht, allen Familienmitgliedern Proteinpulver oder Haarshampoo anzudrehen. Wir sind uns definitiv sicher, dass du begeistert sein wirst, dass das der Top-Start für dein Business sein wird. Und auf TikTok wird dir dann auch noch der große Erfolg, ein neues Auto, Urlaub für die Familie auf Firmenkosten und viel Geld versprochen. Das alles ganz einfach von zu Hause und es klingt ja erstmal ziemlich geil. Du denkst dir also, ja, warum nicht? Na, dann bist du nicht mehr weit entfernt davon, Teil eines Netzwerk-Marketing-Unternehmens zu werden. Wie solche Unternehmen super shady Tricks benutzen, um dich in ihr Vertriebssystem zu locken, das erklären wir dir heute. Kleiner Disclaimer noch, falls ihr euch fragt, was da passiert ist. Ich habe mich nicht mit irgendwelchen Marketing-Typen geboxt. Ich hatte einfach einen kleinen Cheerleading-Unfall, ist aber alles gut. Ich wollte es nur erklärt haben. Okay, erstmal die Basics. Was ist Multilevel-Marketing? Multilevel-Marketing oder auch Netzwerk-Marketing oder auch Strukturvertriebe sind Vertriebssysteme, bei denen Produkte direkt von selbstständigen Personen an Kundinnen verkauft werden. Also du bist selbstständig und nicht angestellt bei dem Unternehmen, verkaufst aber deren Produkte als Verkäuferin. Wichtig, die VerkäuferInnen verdienen nicht nur an dem Verkauf der Produkte, sondern auch daran, dass sie sich eine Vertriebskette aufbauen mit neuen selbstständigen VerkäuferInnen, die dann auch wieder Produkte verkaufen und auch wieder Leute anwerben. Das geht im besten Fall immer so weiter, nur klingt Vertriebskette halt nicht so schön wie: Werde noch heute Teil einer starken und positiven Gemeinschaft von selbstbestimmten Frauen. MLM zählt in Deutschland zum sogenannten Direktvertrieb und für den gibt es natürlich auch einen Bundesverband. Dort haben wir erfahren, dass im Jahr 2021 über 19 Milliarden Euro mit Direktvertrieb umgesetzt wurden. Das ist also ein ziemlich großes Geschäft. Multilevel-Marketing an sich ist in Deutschland ganz legal. Nicht legal sind wiederum Schneeballsysteme und Pyramidensysteme. Schneeball- oder Pyramidensystem. Die Einführung, der Betrieb oder die Förderung eines Systems zur Verkaufsförderung, bei dem vom Verbraucher ein finanzieller Beitrag für die Möglichkeit verlangt wird, eine Vergütung allein oder zumindest hauptsächlich durch die Einführung neuer Teilnehmer in das System zu erlangen. In meinen Worten heißt es dann also, dass das System nicht legal ist, wenn ich mein Geld hauptsächlich damit verdiene, dass ich andere Leute anwerbe für das System. Wir klären hier heute über die Tricks von Multilevel-Marketing auf und wie es sein kann, dass die einfach weiter Leute in ihre Systeme holen können. Trick Nummer 1 von 3. Die Vertriebskette. Komm in mein Team. Und damit sind wir direkt bei der ersten cleveren Masche, die MLM-Unternehmen anwenden, um geschickt am Gesetz vorbei zu snowballen. Grundsätzlich ist es nämlich sowohl im deutschen Gesetz zu unlauterem Wettbewerb als auch in der europäischen Richtlinie zu unlauteren Geschäftspraktiken festgelegt, dass es sich um ein illegales Schneeballsystem handelt, sobald es hauptsächlich darum geht, neue Leute in das System zu holen, statt Produkte zu verkaufen. Wenn es bei einem MLM dann also hauptsächlich darum geht, Leute zu rekrutieren, wäre das illegal. Schauen wir uns also einmal an, wie die MLM-Unternehmen damit in der Praxis umgehen. Wir haben uns das am Beispiel des Unternehmens LR Health & Beauty mal genauer angeguckt. LR wurde vor 38 Jahren gegründet und vertreibt ganz verschiedene Schönheits- und Beauty-Produkte. Auf Social Media versprechen sie außerdem tolle Aufstiegschancen in kurzer Zeit und so kleine, aber feine Boni, wie zum Beispiel einen Firmenwagen. Alles ganz einfach von zu Hause, also vor allem gut für Personen, die Familie und Arbeit vereinbaren wollen oder eben müssen. Aber wie funktioniert das hier wirklich? Bei LR ist es so, dass deine Vertriebskette für dich arbeiten muss. Wir können das ja mal LR-Gewinnerin Irina erklären lassen. Sie sagt zwar auch, dass sie erstmal mit dem Verkauf von Produkten eingestiegen ist, aber dieser Part dann doch eher einen kleinen Teil eingenommen hat. In Wirklichkeit ging es dann auch häufig darum. Ich habe letzten Monat jetzt 9 Leute geworben. Ich bin Orga-Leiterin, ich betreue meine Struktur, habe 9 Leute, neue Leute dazu geworben. So, und genau so passiert das jeden Monat. Und jeden Monat kommen Leute dazu und genau diese Leute machen ja dann wiederum genauso weiter, ja? Das ist dann mein Ziel, die auch wiederum zu betreuen. Meine Aufgabe ist einfach nur, die Produkte und eben auch das Geschäft näher zu bringen. Genau. Und jeder, der eben hier einkauft, profitiere ich. Ja gut, Irina, richtig geil. Wenn ich also genug Leute davon überzeuge, in meiner Vertriebskette zu arbeiten bzw. Downline von mir zu arbeiten, dann kann ich komplett chillen und jedes Mal profitiere ich. Klingt ja super, klingt aber auch vor allem so, als ob es hauptsächlich wichtig ist, neue Leute ins System zu holen. Meine Kollegin hat dann übrigens auch nochmal ganz vorsichtig auf Facebook nachgefragt, ob ihr jemand beim Einstieg bei LR helfen kann. Hi Leute, ich habe nun einige Sachen zu LR auf Insta und TikTok und so gesehen und wäre gerne auch dabei. Kenne allerdings niemanden, der das schon macht. Kann mir jemand helfen und erklären, wie der Anfang funktioniert und wie ich schnell anfange, was zu verdienen?
Danke. Natürlich hat sie dann auch innerhalb von Minuten etliche Antworten bekommen, Privatnachrichten und wurde sogar direkt auf WhatsApp angeschrieben. Eine Facebook-Userin hat uns dann am Telefon erzählt: Damit man überhaupt richtig Geld verdienen kann, muss man jeden Monat neue Partner einschreiben. Nur mit Kunden kommt man nicht weit. Im Sommer sind ich und 7 andere Mädels dann von LA weggegangen, weil wir alle dabei nichts reißen konnten. Denn man muss hauptsächlich versuchen, neue Leute ins Team zu holen. Leute, die richtig Geld verdienen, schreiben jeden Monat neue Leute in ihr Team ein. Aber Moment mal, ist nicht genau das verboten? Übrigens hat diese LR-kritische Userin dann direkt versucht, meine Kollegin von einem anderen, viel besseren MLM-Unternehmen zu überzeugen. Aber davon erzähle ich euch später noch mal ein bisschen mehr. Es ist auch gar nicht nur der Anruf. Auch das Auftreten von LR-Partnern auf Social Media und Vergütungspläne, die man online findet, lassen darauf schließen, dass es deutlich vom Vorteil ist, ziemlich viele Leute in sein Team zu holen. Also, umso größer und aktiver deine Vertriebskette ist, desto größer ist auch dein möglicher Gewinn. Ich habe euch gerade ja schon den Bundesverband Direktvertrieb vorgestellt. Die haben auch ein Merkblatt rausgebracht, in dem sie schreiben, dass ein seriöses Unternehmen sich dadurch auszeichnet, dass der Verkauf eines Produkts an den Endkunden im Vordergrund steht. LR Health & Beauty ist auch Mitglied in diesem Bundesverband. Wir haben hier so ein bisschen den Eindruck, dass es zumindest den LR-VerkäuferInnen nicht hauptsächlich um die Produkte geht, sondern eher um eine eigene sogenannte Downline, also diese Vertriebskette. Also warum dürfen LR und Co. das eben doch ganz legal machen? Das haben wir Dr. Claudia Groß gefragt, die zu Multilevel Marketing promoviert hat. Hier muss ich sagen, dass die Gesetze eben einfach zu kurz greifen und dass die Entwicklungen in den letzten 10, 20, 30 Jahren immer kreativer werden, wie die Gesetzeslücken ausgeweitet werden können und ausgenutzt werden können. Eine Gesetzeslücke bezüglich des Rekrutierens ist, dass gar nicht deutlich ist, was denn heißt, dass vor allem Produkte verkauft werden sollen. Also sind es dann 70% des Umsatzes oder 80% des Umsatzes. Das ist nicht wirklich festgelegt. Zu überprüfen, wie das in der Praxis dann wirklich aussieht und ob der Verkauf von Produkten im Vordergrund steht, ist allerdings schwierig. Das liegt auch daran, dass die Probleme dann nicht unbedingt beim Produkt sind, sondern in der Vertriebsstruktur. Also weil für die Produkte ist ja die Verbraucherzentrale zuständig. Und wenn ein Produkt nicht funktioniert, kann sich der Kunde als Kunde dort beschweren. Aber Multilevel-Marketing, Network-Marketing, Strukturvertrieb ist ja eine Art des Vertriebs. Und da gibt es eigentlich keine richtige Aufsichtsbehörde. Dadurch gibt es wenig Institutionen, die danach schauen. Es wird wenig geschaut und es wird auch zu wenig getan. Hi, hier ist einmal kurz Dina aus der Zukunft. LR hat uns mittlerweile auch eine Stellungnahme dazu geschickt. Sie schreiben: Die Behauptung, es gehe LR hauptsächlich darum, neue Partner zu gewinnen, ist falsch. Richtig ist, neue Partner und Kunden sind auch für uns von Bedeutung und wir freuen uns über jeden neuen Partner. Jedoch generieren wir etwa 80% unserer Umsätze durch Wiederholungskäufe. So, und wisst ihr jetzt noch, als ich euch gerade von dem Telefonat meiner Kollegin erzählt habe, da wurde zwischendurch ja auch wirklich kritisch über LR gesprochen, aber möglicherweise war das nur, um sie von einem angeblich noch viel besseren MLM-Unternehmen zu überzeugen. Und das haben wir uns dann natürlich auch mal direkt angeguckt. Ringana. Ringana springt voll auf den Nachhaltigkeitstrend auf. Nur Naturkosmetik, die Flakons sind aus Glas und können recycelt werden, sogar Verpackungsmaterial ist nachhaltig. Und was hat Ringana noch? Genau, ein geniales Businesskonzept. Das ist aber eigentlich nicht viel genialer als andere Multilevel-Marketing-Unternehmen. Sie haben uns ihr Businessmodell erklärt, hier ein Ausschnitt davon. Sie schreiben: Das Geschäftsmodell der Ringana GmbH ist sehr speziell und vereint Komponenten des E-Commerce, des personengestützten Direktvertriebs und des Empfehlungsmarketings. Oft wird diese Vertriebsform auch als Network-Marketing bezeichnet. Dabei ist es sehr bedauerlich, dass es Unternehmen gibt, die der Reputation der Branche durch fragwürdige Vorgehensweisen geschadet haben. Hiervon distanzieren wir uns eindeutig. Interessant für uns ist daran, dass meiner Kollegin direkt ein Angebot gemacht wurde. 34 Euro für das Starterpaket und dann geht's los. Nochmal zurück zum Bundesverband Direktvertriebe. Die sagen, ein Schneeballsystem erkennt man daran, Verbraucher müssen Zahlungen leisten, um in das System einzutreten oder die Teilnahme im System aufrechtzuerhalten und erhalten dafür keine Gegenleistung oder nur Produkte, deren Wert in keinem vernünftigen Verhältnis zu den geleisteten Zahlungen steht. Ja, also eigentlich sollte das nicht gehen, geht es dann aber eben doch, weil die Formulierungen so schwammig sind. Denn was ich als Startpaket kaufe, muss nur, Zitat, in einem vernünftigen Verhältnis stehen. Und in dem Beispiel von Ringana kriege ich ja auch noch einen eigenen Wert dazu. Für 34 Euro eine Schulungsmappe zu kaufen, kann also trotzdem legal sein, denn ich bekomme ja noch Gutscheine dazu und Produkte. Und 34 Euro fallen vielleicht auch unter das vom Bundesverband angegebenen vernünftigen Verhältnis. Ich kaufe ja also eben nicht nur die Mappe. Das alleine wäre laut Bundesverband für Direktvertriebe dann noch unseriös.
Videos. Wir haben bei Regana nochmal nachgefragt und herausgefunden, dass dieses Starterpaket für 34 Euro eben nicht verpflichtend ist. Wir haben gefragt, wieso müssen Partner unter anderem eine Schulungsmappe kaufen? Uns wurde geantwortet, das Starter Basic ist für neue PartnerInnen kostenfrei. Man kann mit 0 Euro starten. Außerdem bieten wir kostenlose Weiterbildungen an. Wir empfehlen die Anschaffung des Dataset Business Booster um 34 Euro. Es gibt aber keine Verpflichtung, dieses zu erwerben. Also, was Regana hier macht, ist erstmal komplett legal. Ob man jetzt sagt, dass dieses Starterpaket wirklich in einem vernünftigen Verhältnis steht und ob man die Mappe wirklich braucht, muss dann jeder für sich selbst entscheiden. Und damit sind wir beim nächsten Trick vom MLM-Unternehmen, um dich zu catchen und um das Gesetz zu umgehen. Was hier nämlich passiert, bleibt undurchsichtig. Trick 2: Intransparenz. Intransparenz ist ein riesiges Problem, denn wie soll ich die Absichten von jemandem erkennen, wenn der sich alle Mühe gibt, um erstmal alles schön zu reden? Was genau ein MLMler eigentlich will, ist manchmal auf den ersten Blick gar nicht so klar. Da geht es erstmal um Freundschaft oder mal wieder einen Kaffee trinken oder sogar um die Familie. Und wenn man es besonders Instagrammable sagen will, dann geht es um Ohana. Okay, gehen wir mal auf die Website. Das hier ganz vorne, wer sind wir? Erstmal sind da viele Leute in Badeklamotten. The Couch, was das sehen wir gerne bei MLMs. Die Frage, wer sind wir, auf der Website wurde mir gerade damit beantwortet, dass da viele junge, gut aussehende Menschen Urlaub und Partys machen und einfach reich aussehen. Also, so kann dein Leben aussehen, wenn du ins Team Ohana kommst und Ohana Daddy Nico stellt dir richtig wichtigen Fragen. Also Nico, um endlich ein erfolgreiches Leben zu führen, muss ich in dein Team, aber was ist überhaupt dein Team? Was ist deine Familie und was muss ich da machen? Ich guck mal eben auf seinem Instagram vorbei. Ah, okay, hier ist Nikos Linktree und hier finde ich direkt meine Produkte und da komme ich zu Juice Plus. So, so. Verkauft Nico also Supplements und Fitnesspläne für deine Health Journey? Ich guck mal auf der Seite von Ohana vorbei. Auf der Seite von Ohana steht, an erster Stelle steht es, Mehrwert zu bieten und andere Menschen zu helfen. Als persönlicher Franchise-Partner der Juice Plus Company helfen wir Menschen dabei, ihr eigenes Online-Franchise zu starten und unterstützen beim Aufbau einer eigenen Vertriebsstruktur. Aber Moment mal, ist Juice Plus nicht ein Multilevel-Marketing-Unternehmen? Ein Unternehmen, was mir immer wieder begegnet, ist Juice Plus. Auf deren Webseite finde ich teure Obstkapseln. Und ich recherchiere über die teilweise unmoralische Verkaufsmasche einiger Verkäuferinnen dieser Firma. Ja, ist es. Und Ohana ist nichts anderes als ein Franchise-Unternehmen, was Juice Plus und seine Vertriebler unterstützt. Und zack, bist du drin im MLM. Aber nicht nur die VerkäuferInnen und Franchise-Typen, sondern auch die Unternehmen sind da oft sehr intransparent. Da wird selten beantwortet, wie viel du eigentlich verdienen kannst. Wir haben zum Beispiel bei LR, Mary Kay und Life Plus nachgefragt. Die Antworten waren: Aus Datenschutzgründen dürfen wir keine Angaben zu den an unsere Vertriebspartner ausgezahlten Provisionen an Dritte herausgeben. Provisionen werden regelmäßig unternehmensintern veröffentlicht. Monatliche Verdienste von 250 bis 2500 Euro sind realistisch. Im vergangenen Jahr haben das über 10.000 Einsteiger geschafft. Da das Einkommen von Engagement, Talent und der Größe des jeweiligen Netzwerks abhängt, fällt der Verdienst teilweise auch höher aus. Häufige Praxis ist laut Claudia Groß, dass Schulungen und Treffen, bei denen erzählt wird, wie viel man verdienen kann, von selbstständigen Partnern abgehalten werden, statt von der Unternehmenszentrale selbst. Also die sogenannte Upline trifft dann Aussagen darüber, wie viel Geld reinkommen kann. Und wenn das völlig unrealistisch ist, dann kann das Unternehmen mit den Fingern auf die anderen zeigen und sagen, diese überzogenen Versprechen sind eben nicht von uns und sind auf das Fehlverhalten der selbstständigen Partner zurückzuführen und nicht auf die des Unternehmens. Also clever gelöst. In der Regel machen MLMs es ihren Partnern darüber hinaus schwer zu verstehen, wie viel sie im Monat wirklich verdienen können und führen dafür unternehmensinterne Währungen ein. Also zum Beispiel bei LR gibt es dann PW, das steht für Punktwert, oder bei Life Plus gibt es IP, das steht dann für internationale Punkte. Und dann kommen auch noch unterschiedliche Vergütungsoptionen hinzu, wie bei Life Plus zum Beispiel Empfehlungsboni, Tiefenboni, Leadership Development Boni und so weiter. Diese ganzen Punktewerte und Boni sind unternehmensabhängig. Wie viel ich also wirklich verdiene, checke ich im Zweifel erst, wenn meine Punkte als Euros umgerechnet auf meinem Konto erscheinen. Um überhaupt die Vertragsbedingungen anschauen zu können, muss ich aber erstmal mit Mitgliedern in Kontakt sein. Wir haben zum Beispiel bei Mary Kay mal nachgefragt, ob wir die Bedingungen mal lesen können. Die Antwort war: Bei Ihren Karriereplänen hilft Ihnen Mary Kay Cosmetics und steht Ihnen während Ihrer ersten Schritte in die Selbstständigkeit mit Rat und Tat zur Seite. Lassen Sie sich von einer unserer selbstständigen Schönheitsconsultants beraten.
Bei ihr können Sie selbstverständlich auch unsere Vereinbarung einsehen und Ihnen alle Informationen zur Verfügung stellen. Und warum soll ich jetzt unbedingt erstmal mit jemandem reden? Das kann zwei Gründe haben. Es ist nicht erlaubt, konkrete Versprechen zu machen darüber, wie viel man verdient und unrealistische Gewinnsummen anzugeben. Also den Unternehmen ist das nicht erlaubt. Was die Partner dir erzählen, das ist halt eine ganz andere Sache. Die dürfen das zwar offiziell auch nicht, aber dafür können die Unternehmen sehr viel schlechter belangt werden. Als Tipp, du solltest also bei Telefonaten oder Treffen unbedingt darauf achten, wer dir was verspricht. Sind das selbstständige Partner oder ist das jemand direkt vom Unternehmen? Der andere Grund, weil man über direkten Austausch viel leichter Leute überzeugt. Und das bringt uns auch zum dritten Shady-Trick. Trick 3. Ausnutzen von sozialen Bedürfnissen. Menschen wollen anderen Menschen vertrauen und das ist eben ein großer Vorteil, den sich die Direktvertriebe zu Nutzen machen. Wenn dir zum Beispiel eine Freundin, jemand aus deiner Familie oder auch ein Influencer, dem du schon lange folgst, ein Produkt empfiehlt, dann bist du geneigter, auf deren Urteil zu vertrauen, als wenn du das Produkt einfach so im Supermarktregal sehen würdest. Und das gilt dann auch genauso für die Erfolgsversprechen. Dadurch, dass ich anderen vertraue, steige ich halt leichter ein, mache leichter mit, fühle mich vielleicht auch verpflichtet oder denke, das ist ja ganz nett und ich kann es ja mal ausprobieren. Aber wenn das System halt nichts ist, ja, dann wird natürlich auch meine Freundschaft oder meine Beziehung eigentlich ausgenutzt. Und dadurch entstehen natürlich auch ein Haufen Enttäuschung. Neben Vertrauen spielt auch der soziale Druck intern eine große Rolle. Im Zusammenhang mit MLM-Unternehmen sprechen ExpertInnen oft von sektenähnlichen Gemeinschaften. Da wird sich dann jeden Tag motiviert, man tauscht sich gegenseitig aus und wird zu tollen Veranstaltungen oder Firmen-Events eingeladen. Alles, damit das Wir-Gefühl im Unternehmen gestärkt wird. Wir bringen Hautreinigung auf das nächste Level. Die Erzählung dabei ist oft, dass Teil des Unternehmens zu sein bedeutet, dass man auch Teil einer Familie ist, beziehungsweise Teil einer Gruppe von Personen, die sich dabei helfen, zu einem besseren Leben zu kommen. Damit grenzt diese Gruppe sich ganz klar von anderen langweiligen Jobs ab oder von Jobs, die eben die eigene Lebenssituation nicht so wertschätzen. Wenn ich jetzt also das Gefühl habe, ich bin Teil dieser tollen Gruppe, die viel besser ist als alle anderen, dann haben wir eben dieses starke Wir-Gefühl und das stärkt zum einen die Motivation, zum anderen schützt es aber auch vor Kritik von außen. Und wenn es dann doch nicht klappt und man trotz allem keinen Erfolg hat, dann wird's schnell persönlich. Get your fucking ass up and work. Schließlich verspricht MLM, dass der eigene Erfolg ganz alleine vom eigenen Willen abhängt. Also das ist ein Punkt, der mich sehr besorgt, ist wirklich, wie dieses positive Denken missbraucht wird in dem ganzen Setting. Und es wird missbraucht, weil immer gesagt wird, halte durch, lass keine Kritik zu, denke nicht negativ. Ja? Aber wenn das System schlecht ist, dann liegt es nicht an einem selbst, wenn man keinen Erfolg hat, sondern es liegt wirklich am System. Es sind eben nur sehr wenige Menschen mit MLM wirklich erfolgreich. Denn um erfolgreich zu sein, braucht man eine sehr lange Downline, die den Erfolg trägt. Man wird also nie nach Leistung bezahlt oder nach dem Aufwand, sondern eher dafür belohnt, wenn man schon lange dabei ist und eben diese lange Downline hat. Im schlimmsten Fall gerät man da in ein System rein, das nur Geld kostet, statt dass man damit wirklich Geld verdient. Eine amerikanische Studie von 2017 hat zum Beispiel über 400 MLM-Unternehmen gecheckt und festgestellt, dass 73% der Menschen, die da einsteigen, entweder gar nichts verdienen oder sogar Geld verlieren. Einfach 73%, das sind fast 3/4 der Personen. Zusätzlich solltet ihr euch auch bewusst sein, dass wenn ihr wie empfohlen an Freunde und Familie verkauft, dann können da eben auch eure Beziehungen drunter leiden. Ihr müsst euch vorstellen, irgendwann hat ja jeder aus eurem Umkreis ein Produkt. Damit seid ihr aber immer noch nicht erfolgreich. Irgendwann kommt dann vielleicht Gelddruck dazu und den Druck transportiert ihr dann noch auf euer Umfeld, was dann wiederum die Beziehung stören kann. I'm just gonna put it out there. If you have to constantly tell people that what you do isn't a pyramid scheme, you're probably in a pyramid scheme. Was mich persönlich bei diesen ganzen Systemen noch bewegt, ist, dass hier mit Leuten gearbeitet wird, die entweder gerne Geld dazu verdienen wollen oder eben auch dieses Unabhängigkeitsgefühl haben wollen. Ich habe hier also super hohe Erwartungen an den Erfolg, den ich bekommen kann. Und dann wird es auch noch so doll auf mich projiziert, dass gesagt wird, wenn du nicht erfolgreich bist, dann ist das eben deine eigene Schuld. Und das finde ich super schwierig, wenn hier so mit Menschen umgegangen wird und dann noch dieser soziale Druck erzeugt wird. Habt ihr auch schon mal solche Erfahrungen in eurem Umkreis gemacht? Dann erzählt uns gerne davon. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Und wenn ihr dann noch mehr von uns sehen wollt, dann schaut gerne einmal hier vorbei. Hier könnt ihr dann zusätzlich auch noch sehen, wie Tess vom Auslandsformat Atlas sich Singapur angeguckt hat und wie Singapur von einem verarmten Land aus Asien zum Disneyland von Asien wurde.